Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Fotografen-Talk. Den Herrn neben mir habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ich glaube, er ist nicht der allerunbekannteste. Andreas Jorns, moin. Moin, Pelli. Wo kommst du jetzt her? Ich komme aus Hahn. Hahn ist... Ist das Frankfurt, oder? Ja, das ist das andere Hahn. Das ist das Hahn mit H und ich komme aus dem Hahn mit Doppel-A. Das ist zwischen Köln und Düsseldorf. Ist es so genau auf der Grenze? Oder? Ist so, im Prinzip ist es genau in dem Dreieck Köln-Düsseldorf-Wuppertal. Das Wuppertal, das kneife ich mir immer, aber dann weiß man ungefähr. Und wenn die Kölner und die Düsseldorfer sich bekriegen, ist da... Ich bin auf neutralem Boden. Okay, du bist der Schweizer dann. Ja, ich bin quasi der Schweizer. Bei uns, ich habe das vorhin schon erzählt, gibt es eine Kneipe, da kann man Kölsch, Pilz und Alt trinken und alle vertragen sich. Okay. Es kann zwar sein, dass du dann nicht von jedem Kellner bedient wirst, wenn du Kölsch trinkst, aber grundsätzlich gibt es alles vom Pass. Ja, bei Kölsch gibt es ja auch diese Unsitte, dass die permanent nachbringen, bis du irgendwann, musst du, glaube ich, einen Deckel drauflegen das, oder so, ne? Ja, und das hatte mir beim ersten Mal, als ich in so einer Bude war, keiner erzählt und das war ein langer Abend. Ja, du bist aber kein gebürtiger Hanaraner, oder? Hana, glaube ich. Hana, ja. Okay. Nee, ich bin zugezogen, ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren in NRW, ich bin eigentlich Niedersachse. Ah, okay. Ich komme aus Hameln. Mhm. Wo der Rattenfänger herkommt. Ah. Ja, wir wollen natürlich über Fotografie sprechen. Ich finde es immer ganz schön, wenn wir erstmal so ein bisschen mit dem Werdegang anfangen. Also, dass du vielleicht einfach mal erzählst, wie du zur Fotografie gekommen bist. Hast du das gelernt? Bist du Quereinsteiger? Schnack doch einfach mal los. Ich bin quasi sehr quer eingestiegen. Also es war jetzt nicht der gerade Weg. Ich habe was ganz anderes gelernt. Ich war Bankkaufmann. Ich habe 15 Jahre in der Bank gearbeitet, habe mich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Und irgendwann, durch ganz viele Zufälle, kam es, dass ich gefragt wurde, ob ich ein Buch schreibe. Das war damals für den Data Becker Verlag. Und die Folgen dieses ersten Buches haben mich veranlasst, mal drüber nachzudenken. Das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt aber schon sehr aktiv fotografiert. Ich habe schon aktiv fotografiert, aber wirklich rein hobbymäßig und tatsächlich überhaupt keinen Plan gehabt, irgendwas in diese Richtung. Das war so 2006, 2007, 2008. Keinen Plan gehabt, da irgendwas beruflich draus zu machen. Okay. Das kam tatsächlich. Und wie sind die auf die Idee, also wie ist es mit dem Buch entstanden? Ich meine, also man fragt ja jetzt auch keinen, der keinen Plan hat. Also so ganz kann ich das nicht glauben. Ja, ich fand das schon witzig, wie die also tatsächlich ihre Autoren akquiriert haben. Das kam so, dass ich mal durch ganz viele Zufälle Martin Krolopp über den Weg gelaufen bin. Tatsächlich auf irgendeiner Location und das waren, glaube ich, die Anfänge von Martins Blog damals und er sagte, Mensch, du fotografierst mit Nikon, er selbst hatte mit Canon fotografiert und ihr habt doch da so ein Blitzsystem, ich habe da so Blog, hast du nicht mal Lust, was darüber zu schreiben? Und dann habe ich nur gesagt, ja, kann ich ja mal drüber nachdenken. Und dann ist mir aber Martin nicht mehr von der Pelle gewichen. Er hat quasi jeden zweiten Tag angerufen und hast du denn schon was, hast du denn schon was, hast du was fertig? Und ich habe dann versucht, ihn zu ignorieren, aber das kann man einfach nicht. Nein, das geht nicht. Und dann habe ich dann irgendwann tatsächlich einen Beitrag geschrieben und da hat er sich dann auch artig für bedankt und gefragt, wo der Nächste bleibt. Und vielen Dank, aber da ist doch noch mehr. Da ist doch noch mehr. Und es wurde tatsächlich so eine kleine Serie über 12 Folgen über das Nikon CLS Blitzsystem. Und das hatte der Lektor vom Data Becker Verlag gelesen. Denen ist ein Autor ausgefallen, der ist krank geworden, der dieses Buch eigentlich schreiben sollte. Ah. Und dann haben die gesagt, wenn der da für den Blog schreibt, das klingt alles ganz schlüssig, dann soll der auch ein Buch für uns. Das ist ja schon fertig, da können wir einfach die Blogbeiträge, ein paar Bilder noch dabei. Ja, genau. So ganz war es dann nicht. Das war wirklich ein Abenteuer. Die bin hingefahren nach Düsseldorf und die haben mir das vorgestellt und wenn du noch nie ein Buch geschrieben hast und ich fand die Idee reizvoll, hatte aber natürlich keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, aber irgendwie hat das dann halt doch geklappt und und dann zur Fotokina 2010, glaube ich, ist dieses Buch erschienen und daraufhin wurde ich dann von vielen auch bestürmt, das ist super, machen Sie auch Workshops zu diesem Thema? Ja, und dann zum ersten Mal mit dem Begriff Workshop konfrontiert, dann habe ich zwei, drei gemacht, habe da Spaß dran gefunden, hatte eine Idee zum weiteren Buch, was ich dann für einen anderen Verlag geschrieben habe,
So, und irgendwann war es dann so. Ein anderes Thema oder? Auch Blitzfotografie, mhm. aber systemübergreifend. Also so Prinzip dieses nach Strobistenart. Ne? Blitzkochbuch oder so genau, hieß das, ne? Blitzkochbuch für das steht bei mir zu Hause. Ah, ja. Sehr, sehr guter Geschmack. Mhm. ja, das war außerordentlich Erfolg. Das sind 5 Ländern tatsächlich erschienen. Oh, cool. Sogar, ja, ich habe die taiwanesische Ausgabe zu Hause. Sehr spannend. Gut ist ja, wenn du das nur lesen musst. Ich hoffe ja, dass die nicht uns hier irgendwann synchronisieren auf Taiwanesisch ja, oder so. Ja, aber das war halt so, dass ich dann irgendwann mal meine Frau gefragt habe, sag mal, sollte ich da vielleicht mehr tun? Und dann hat sie gesagt, zu ja. dem Zeitpunkt hast du noch in der Bank gesessen oder als Berater, warst du schon als Unternehmensberater? Ja. Ich hatte eine eigene kleine Unternehmensberatung mit 2 Mitgesellschaftern, die sowieso langsam in Richtung Rentenalter gingen. Mhm. Und es war klar, irgendwas würde passieren. Wir waren da so im Umbruch und ja, und dann ging das auf einmal ganz schnell. Also ich habe dann gesagt, ich würde meine Anteile halt verkaufen und das habe ich gemacht. Dann haben wir einen Notartermin gemacht, den Schlüssel abgegeben und habe gesagt, okay, ich wäre dann soweit, wo sind meine Kunden? Habe kurz darauf mein Atelier gefunden, das gemietet und habe dann mit der Fotografie begonnen. Das ist jetzt 4 Jahre her. Dann hast du ja einen leicht ähnlichen Werdegang wie ich. Bei mir war es auch so, dass ich eigentlich mich erst selbstständig gemacht habe und dann die Kunden gesucht habe. Ja, also auch bei mir hat es ein bisschen mit Workshops angefangen. Ja. Ist ganz interessant, das so mal zu hören. Mhm, ja. Wie ging es dann weiter? Also ich meine, nur von Büchern kann man ja nicht leben. Nee. Absolut nicht. Bücher sind ein sehr gutes Marketinginstrument, das muss man sagen. Zum Geld verdienen jetzt wirklich eher weniger geeignet. Gerade wenn man dann auch mit dem Verlag. Gerade wenn du für einen Verlag. Ja. Aber also da sprechen wir im dritten Teil, sprechen wir nochmal über Bücher. Sprechen wir dann nochmal über Bücher. Ja. Ich hatte dann mir war klar, dass ich natürlich eine Location brauche. Ich wollte keine Homeshootings. Also das hat mir schon mal allein meine Frau verboten, zu sagen, du bringst mir hier keine Kunden nach Hause. Also musste ich schon in den sauren Apfel beißen und investieren. Ich hatte noch aus meiner Hobbyzeit einen Studiozugang in Wuppertal, aber das war natürlich auch kein Dauerzustand, immer eine halbe Stunde da irgendwie hinzufahren. Und dann waren es halt durch ganz viele Zufälle ein alter Getränkehandel, der zumachen musste, weil der Inhaber verstorben war, und das Ding gesehen. Für gut befunden, mit dem Vermieter gequatscht, umgebaut nach meinem Gusto, und dann hatte ich also so ein Tageslichtstudio, so ein Atelier, wie ich es nenne. So mit, waren das mal Schaufenster dann richtig. Früher? Ja, ich hast du hast auch noch riesiges, dekoriert, ne? Genau. Ich habe so schöne Butzenfenster, das ist ein Haus von 1908, Jugendstil, das heißt, das siehst du auch noch an den alten Fenstern, das ist energietechnisch gesehen eine Katastrophe, das Ding, weil ich nach vorne halt die Heizluft rausblase. Aber charmant. So. Was mich da mal interessieren würde an der Stelle, hast du Leute, die einfach so vorbeikommen, die reinstapfen und sagen, hallo, ich brauche mal ein paar Passbilder? Nein, Gott sei Dank nicht. Obwohl ich tatsächlich, als ich vorhin noch kurz draußen gewartet habe, hatte ich einen Anruf, ob ich auch Passbilder mache. Also da aber so mit Laufkundschaft? Habe ich nicht und wollte ich nicht. Ich habe mir natürlich schon, das war jetzt so ein bisschen mein Vorteil, weil ich eine kleine betriebswirtschaftliche Ausbildung habe und auch damals mittelständische Unternehmen in Vertrieb und Marketing beraten habe. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, ja, wen will ich denn überhaupt als Kunden? Und das war mir klar, es gibt ja auch einen alteingesessenen Fotografen in Hahn, in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Einen. Ja, Hahn. Ja, gut. 30.000 Einwohner. Ja, okay, dann. Und der lebt halt von Passbildern, Bewerbungsfotos und Bilderrahmenverkauf. Mhm. Und das ist halt genau das, wo ich mich jetzt nicht gesehen habe. Das ist ja auch alles nicht schlimm, wenn man das macht. Das ist sicherlich so ein gesunder Bodensatz, den man da mitnehmen kann. Wollte ich nicht. Ich wollte, also am Anfang offen gestanden, wollte ich natürlich so viele Privatkunden wie möglich. Ich habe auch alles angeboten, von Schwangerschaftsbäuchen, Babyfotografie, Kinder, Familien, das war so das Gros. Damals habe ich ja auch tatsächlich noch zusätzlich Farbe fotografiert. Also allein aus dem Ansatz heraus, dass viele gesagt haben, ja, schwarz-weiß ist schon toll, aber so ein paar Farbfotos wollen wir dann schon noch haben. Und das sind die dann auch genommen wurden in der Regel. Und
Das hat mir immer so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil ich für mich habe immer nur schwarz-weiß fotografiert. Also dein Herz hing schon immer. Immer. Also wer dich kennt, müssen wir jetzt einfach da mal einwerfen. Ja. Die Leute, die dich kennen, die wissen, dass du voll auf schwarz-weiß gepolt bist. Ja. Ja, Farbe hast du vollkommen aus deinem Leben verbannt. Aber das war dann halt so dein Ding und dann hast du irgendwann einfach gesagt, jetzt nur noch? Ja. Das Schwarz-Weiß kommt aus alter Zeit, als ich analog fotografiert habe, zu Hause selber entwickelt. Jeder weiß, dass er das schon mal gemacht hat. Schwarz-Weiß kannst du auf kleinstem Raum mit ein paar Schalen, das kostet auch nicht viel. Farbe ist da schon aufwendiger und deswegen habe ich nie selbst Farbe entwickelt. Und dieses Herzblut für Schwarz-Weiß hatte ich immer, ist aber eben verwässert worden durch, was ich gerade geschildert habe. Weil was passiert? Die Kunden gehen dann nach Hause, freuen sich an den Bildern, laden die hoch, die Farbbilder, und sagen, wow, wir waren bei Andreas Jones und so. Und dann hast du auf einmal, nach außen hin ist gar nicht klar, für was steht der eigentlich. Und ich habe dann für mich erkannt, vor 2, 2,5 Jahren, dass es wirklich nur der radikale Weg bringt, zu sagen, ich mache tatsächlich nur noch Schwarz-Weiß und wer auch nur ein Farbbild will, der muss halt woanders hingehen. Und das war schon so. Das ist schon. Ja. Ist schon. Es war bestimmt auch nicht einfach, oder? Nein, du verlierst ganz viele Kunden. Okay. Also, oder potenzielle Kunden, muss man sagen. Aber in einem Maße sind neue Kunden dazugekommen oder durch diese Profilschärfung nach außen. Da gibt es diesen einen Typen da in Hahn, da irgendwo bei Düsseldorf, der fotografiert nur schwarz-weiß. Und dann kam ja auch noch zusätzlich die Fokussierung nur noch Porträt und Central Nude. Und damit war eigentlich ganz klar, wofür ich stehe. Ne? Und so war ich dann auch im Ranking, wenn du das Google-mäßig, nicht, dass das mein Ziel war, aber wenn du Google-mäßig guckst hier, schwarz-weiß und Schwarz-weiß-Fotograf, Porträt. Ja, dann bin ich halt auf der ersten Seite. Der Andreas. Ja, genau. Ja. Und im Nachhinein muss man alles richtig gemacht. Und was ist denn jetzt heute dein Kerngeschäft? Ich meine, du musst du musst deine Miete bezahlen, leben. Ich habe das Glück, dass ich mehrere Standbeine habe. Ich habe die Bücher, die ich geschrieben habe, jetzt gerade wieder eins für den D-Punkt Verlag. Ich habe meine Bildbände, wo wir wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Ich habe das Privatkundengeschäft, ich habe kein gewerbliches Geschäft mehr. Auch das hat damit zu tun mit der Fokussierung auf Schwarz-Weiß. Ja, da sind wahrscheinlich wenige, die dafür in Frage kommen. Also die paar Kunden, die ich so für Werbefotografie hatten, die finden das jetzt nicht witzig, dass ich nur Schwarz-Weiß mache. Und die waren dann natürlich weg. Und dann habe ich das Standbein Workshops und Fotoreisen. Ja, okay. Ja. Worauf konzentrierst du dich bei deinen Workshops? Ich konzentriere mich tatsächlich auf das Thema Porträt. Also das, was du auch machst. Exakt das, was ich tue. Du sagst jetzt nicht, ich biete, was weiß ich, einmal den Anfängerkurs, dann den Blitzkurs, dann den Nachtfotokurs, sondern du sagst einfach, dein Ding vermittelst du und Punkt, Ende, aus. Ich habe gemerkt, dass ich nicht so gut darin bin, viele Workshops zu geben, weil ich das irgendwie, vielleicht liegt es am Alter, dann irgendwann ausgebrannt bin. Ich habe das mal vor 3 Jahren gemacht, da habe ich gemerkt, ich habe zu viel gemacht und Ende des Jahres war ich irgendwie völlig ausgepowert. Ich versuche das schon so ein bisschen zu reduzieren und am Ende des Tages, die Leute, die zu mir kommen, wollen ja sehen, wie macht der das. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Workshops mache im Sinne von, ich zeige euch jetzt mal, wie der Papa das macht und dann macht das bitte nach. Sondern ich versuche es sehr stark auch zu vermitteln, indem ich die Menschen anleite, indem ich sehr intensiv mit ihnen spreche über mein Verständnis von Porträtfotografie. Und ich mache zum Beispiel gar nicht mehr, das ist für viele, die mich vom Beginn kennen, etwas irritierend, ich mache gar keine Blitzworkshops mehr zum Beispiel. Ja, also ich sage dann schon mal... Du arbeitest auch gar nicht mehr mit Blitzen. Ich arbeite zu 80-90% Available Light. Nutze Blitzlicht, wenn es angebracht ist. Also tatsächlich. Also du lehnst es jetzt nicht ab? Nein, überhaupt nicht. Du sagst jetzt nicht, der Available Light Fotograf. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin ja eher skeptisch eingestellt gegenüber Menschen, die sagen, ach, das mit Blitz ist alles doof. Und weil dann denke ich immer, ja, aber vielleicht könnte es ja auch daran liegen, dass du es nicht kannst. Ja, ich sage auch immer, wer sich Available Light Fotograf nennt, ist so doof, einen Blitz zu bedienen. ich sag mal, häufig ist da etwas dran und ich sage, jeder, der gut mit Blitz umgehen kann und weiß, wie Licht funktioniert,
ist auch besser als Available Light Fotograf. Und ich lehne das nicht ab. Ich mache es regelmäßig im Sommer. Also ich fotografiere eher bei zu viel Licht, weil ich habe Fenster nach Südwesten raus. Also wenn die Sonne reinknallt, knallt sie rein und dann wird es schwierig. Und dann dunkle ich das ab und hole meinen Blitz. Ja. Wobei ich da auch eigentlich arbeite wie Available Light. Das heißt, ich nehme einen, eine große Softbox und ja, kein Reflektor. Und du bist auch schon bei, gut, wir kommen ja auch gleich im zweiten Teil ein bisschen auf deine Bilder, aber bist schon, also was ich von dir gesehen habe, ist schon sehr immer so Fensterlicht orientiert, ja. Immer auch gerne ein bisschen seitlich. Ja, es ist so, dass ich versuche, also es hat sich irgendwann herauskristallisiert bei mir, dass ich dieses Natürliche, die natürlichen Porträts, dass das so meins ist. Ich habe tatsächlich auch mal Katalogfotografie für ein italienisches Modelabel gemacht. Ich fand das stinklangweilig, ganz furchtbar. Ist auch nicht meins. Ich habe mit Fashion einfach nichts am Hut. Und ich finde, das, was man fotografiert, da soll man wenigstens ein Minimum an Ahnung von haben. Und das war bei mir einfach auch nicht gegeben. Ich finde faszinierend, was so ein Christian Schuller zum Beispiel macht, diese Glamour-Beauty-Strecken, die wahnsinnig inszeniert sind, rotes Schiff in die Wüste stellen und mit 25 Leuten am Set das machen, finde ich großartig. Ich habe auch seine Bildbände, aber das bin ich nicht. Also ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, ich bin einfach auch zu unkreativ dafür. Also ich glaube schon, dass mir, wenn ich sehe, was so ein Schuller, was so ein Lagerfeld, was die aus dem Ärmel schütteln an Ideen und was die dann da auf einmal machen, da würde ich in 100 Jahren nicht drauf kommen. Ne? Und ich habe dann irgendwann gesagt, Porträts finde ich super, ich möchte Menschen gern so darstellen, wie er ist. Das Available Light macht ja deswegen Sinn, weil viele einfach unbefangener sind, wenn sie nicht irgendwie von Blitzlicht... Also nicht immer dieses Klack, psch, piep. Ja, genau, na? Ja. So, guck mal ganz, tu mal so, als wäre ich gar nicht da, als wärst du jetzt nicht gerade von drei riesen Softboxen eingekesselt und das gerade bei Leuten, die keine Erfahrung haben vor der Kamera funktioniert. Das heißt also, man kann jetzt auch nicht sagen, du bist irgendwie jemand, der Technik ablehnt oder, sondern es ist einfach, hat sich so entwickelt und es ist einfach dein Ding. Ich lehne Technik nicht ab, ich brauche sie auch, aber ich habe schon festgestellt bei vielen, dass ihnen die Technik im Wege steht, dass sie einfach zu viel über Technik nachdenken und dass es manchmal sinnvoll sein kann, also gerade in dem Metier, in dem ich mich bewege, sich mehr um den Menschen vor der Kamera zu kümmern. Also viele deiner Kunden, sagst du, das sind ja auch Privatpersonen und viele von denen stehen ja auch nicht regelmäßig vor der Kamera. Ja, wenig bis gar nicht. Wenig bis gar nicht. Du hast ja dann noch die andere Schiene, du arbeitest ja auch sehr viel mit Models. Genau. Aber das sind dann ja eher deine persönlichen Arbeiten. Ne? Das ist ja auch meistens etwas, was nicht, was keine Jobs sind, sondern das ist Portfolio, eigene Bildbände. Genau. Und so weiter. Ne? Genau, also das ist total getrennt, logischerweise. Ähneln sich aber schon vom Stil, also der Fotostil. Ja, klar. Das, was ich zeige nach außen, sind ja häufig freie Arbeiten. Mhm. So Kundenbilder, also die meisten möchten ja auch gar nicht, dass ich die in irgendeiner Form veröffentliche. Aber natürlich wollen die Kunden, wenn sie zu mir kommen, das, was sie im Internet gesehen haben, bei Facebook oder auf meiner Webseite. Und warum soll ich die auch anders fotografieren? Ja? Am Ende des Tages nur, weil die jetzt weniger Erfahrung vor der Kamera haben oder vielleicht 10 oder 20 Jahre älter sind, dann sage ich denen, nee, das geht natürlich auch und das machen wir auch so. Und ich nehme mir auch sehr viel Zeit für die Kunden. Also ich habe jetzt... Muss ich mir das vorstellen? Ja. Also angenommen, ich komme jetzt zu dir und sage, Andreas, ich hätte gerne mal eine kleine Porträtserie von mir. Der Normalfall ist so, die Kontaktaufnahme erfolgt in aller Regel tatsächlich per Mail oder per Telefon als erstes, weil ich habe keine festen Öffnungszeiten bei mir. Bei mir steht tatsächlich auf dem Schild draußen nach Vereinbarung und bin dann auch nur da, wenn ich was zu tun habe, weil ich wohne 900 Meter weg und mache dann Schreibtischarbeiten bei mir zu Hause. Das heißt, wir machen zu 90% ist es so, dass wir erst einen Termin machen für ein Vorgespräch. Ah, okay. Und dass ich mich dann mit der Frau, also in 99% der Fälle sind es Frauen, treffe und dass wir uns gegenseitig schon mal kennenlernen können, dass sie schon mal gucken kann, wo sie fotografiert wird. Und wenn sie das alles ganz doof findet, wenn sie mich doof findet, was auch immer, dann braucht sie auch nicht wiederkommen. Dann geht sie wieder. Ja, dann geht sie halt wieder. Und ansonsten machen wir dann den Termin für das Fotoshooting. Ein paar Tage später oder auch ein paar Wochen später, völlig egal. Und dann ist es trotzdem wieder so, obwohl wir uns dann schon kennen, es ist auf alle Fälle ein Vorteil, auch für mich,
wenn ich die Person schon so ein bisschen mal kennengelernt habe, dann wird trotzdem erstmal Kaffee getrunken oder ein Tee, was auch immer. Also ich mache das nie, dass ich sage, ja, nee, Frau, ich habe da schon mal was vorbereitet, bitte legen Sie ab und wir treffen uns dann gleich am Set. Sondern das funktioniert ja semi-gut, sage ich ja. mal. Sondern wir schnacken ganz kurz. Dann geht es zum Set und dann wird ein bisschen fotografiert. Die reine Shooting-Zeit, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen machen, die ist ja meistens gar nicht so absurd. Ich plane immer 2-3 Stunden ein, aber wie lange wird denn fotografiert? 20-30 Minuten also vielleicht? Ja? Es ist ja auch so, dass irgendwann, also die Leute denken ja immer, man müsse lange fotografieren, aber nach einer Stunde kann man ja auch nicht mehr. Da hat man ja auch keine Lust mehr. Also ich kenne das von mir, wenn ich fotografiert werde, wenn ich mal Bilder brauche, also nach einer Viertelstunde. Wenn es schnell geht, macht nichts, ne? Ja, genau. Das ist ja auch, das ist ganz interessant. Ich habe das auch mal beobachtet. Es gibt ja Leute, die ihre Fotoshootings nach Stunden bepreisen. Ja. Also die halt sagen, 2 Stunden Fotoshooting, 3 Stunden, 4 Stunden. Ja. Und ich sage immer, bei mir, je schneller es geht, umso teurer wird es. Ja, und finde ich total sinnvoll. Also im übertragenen Sinne. Im Prinzip, ne? Weil es ja für die Leistung eigentlich dann spricht. Ich habe das nie verstanden, mit diesen nach Stunden bepreisen. Ich schreibe bei mir, ein Shooting dauert halt so lange, wie es dauert. Ich leiste mir den Luxus tatsächlich auch nur eine Kundentermin pro Tag zu machen. Also ich würde nie jetzt 2 Termine machen. Geht ja dann auch nicht anders. Ne? Ich weiß ja gar nicht, wie lange das dauert. Ja, und du selber musst dich ja auch auf die einstellen. Genau. Es ist ja auch nicht so, dass man immer mal gerade von Mensch zu Mensch und ach, jetzt ist der Nächste, jetzt fange ich meine Geschichte wieder von vorne an. Nee, das ist immer individuell. Das ist auch das, was ich so schätze an dem, was ich tue. Ja. Dass ich zwar im Prinzip, ich bin ja auch schon gefragt worden, so ist das nicht langweilig, wenn du immer hier ein Schwarz-Weiß-Porträt ist und dann antworte ich immer, ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Das sind ja jedes Mal andere Menschen. Ja, und das ist das, was ja eigentlich die große Faszination ist. Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe mal, was ich zum Beispiel in meinem Workshop gesagt habe, da hat zu mir mal jemand im übertragenen Sinne gesagt, ich habe eine Bildidee, ich würde gerne mal ein Bild machen mit 2 Blitzen, die so und so stehen. Und da habe ich gesagt, ein Blitzset, aber ist keine Bildidee. Das heißt, eigentlich ist es ja ganz gut, wenn du dich von der Technik lösen kannst. Ja. Du weißt, wie das Licht in deinem Atelier ist. Ja. Du weißt eigentlich, das ist ein großer Vorteil, klar. Du kannst eigentlich mehr oder weniger mit der Technik blind und dich dann auf den Menschen konzentrieren. Es ist grundsätzlich so, dass oft werde ich auch gefragt, auch bei meinen freien Arbeiten, wenn ich jetzt mit Modellen oder Hobbymodellen etwas mache, was hast denn du vor und was willst du machen? Und dann sage ich gerne am liebsten schöne Bilder, wenn ich sie noch gar nicht kenne, ist es so, dass ich mich tatsächlich inspirieren lasse von der Person und die Abwechslung einfach in dem Charakter selbst liegt. Und zu sagen, klar, man arbeitet gerne auch mal mit Moods und so ungefähr diese Richtung stelle ich mir vor. Aber ich habe da eine Spitzenidee. Ich habe mal ein super Bild gesehen mit Kate Moss und das will ich jetzt mit dir machen. Ich kenne die Frau vielleicht gar nicht und weiß gar nicht, das ist vielleicht ein völlig anderer Typ. Das macht nicht viel Sinn. Also man sollte immer typgerecht fotografieren. Ich bin ganz gespannt. Wir werden uns gleich mal im zweiten Teil ein paar Bilder von dir angucken. Du hast ja einiges mitgebracht. Ja. Wir mussten hier etwas improvisieren, weil der Andreas hat tatsächlich alles analog mitgebracht, ausgedruckt. Aber das kriegen wir hin. Dann machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich zum zweiten Teil wieder. Alles klar. Danke.